Hallo und willkommen zurück zum 35. Part Fire Emblem Path of Radiance. Im letzten Part haben wir ein paar Truhen gelootet und einen Neuzugang zu verzeichnen gehabt. Ist nicht besonders gut, der Typ, kann ich schon vorwegnehmen, aber wir hatten dafür ein paar gute Level-Ups und können uns jetzt eigentlich voll darauf konzentrieren, hier noch die restlichen Spuren zu erledigen. Gewinnen tun wir ja sowieso erst, wenn wir das Feld besetzen. Der hat sogar Crit-Chance. Ah, das lasse ich lieber bleiben. Der bewegt sich ja nicht, der Gute. Und da sind auch nicht die allerstärksten Gegner drin versteckt. Nur so ein mickriger Bogenschütze und ein Schwertkämpfer. Muss ich aber aufpassen, vielleicht hat er auch wieder einen Schnitter oder sowas parat. Dann schlitzt er nämlich richtig durch. So, und dann haben wir hier Rolf, genau. Den darf ich nicht zu weit nach vorn stellen, da kann man den Dieb da abkassieren. Ich entscheide nämlich, wann die Truhen hier geöffnet werden und nicht der Typ. Das sind meine Truhen. So, ganz gutes Level-Up, ist okay. Stärke ist immer gut für Rolf und ich werde jetzt hier den Jungen mal ranholen. Genau. Einen nach vorne und weg mit dir. So, und dann versperre ich, glaube ich, mit Deftan einfach den Weg. Wenn der Typ jetzt tatsächlich einen Schnitter hat, das wäre nämlich nicht so geil. Ich habe jetzt noch nicht geguckt. Nee, er hat ein Stahlschwert. Aber, oh, der hat einen Meisterbogen. Ha, habe ich mir doch gedacht. Irgendwo ist da einer dabei. So, der dürfte aber nicht so den Mega-Schaden an Dunwert anrichten. Der hat ja ganz gute Verteidigungswerte. Sie hat tatsächlich den Panzerbrecher noch. Okay. Na egal, hätte ich... kann ich ja vielleicht noch den Boss mitknüppeln. Wer weiß. So, Ike arbeitet hier mal ein bisschen vor, damit Mia die XP für den Kill kriegt. Und das sieht dann doch schon deutlich besser aus. Ja, ruhig mit dem Leichtschwert. Reicht ja trotzdem. Auch wenn sie hier den Schaden kassiert. Ich meine, so wild ist das ja alles nicht. Sie ist ja jetzt nicht in außerordentlicher Gefahr. Ich guck mal, was der Typ für einen Schaden macht. Oh, 24. Das wär's dann für Illyana. Selbst wenn sie volle KP hätte. Das lassen wir mal lieber bleiben. So, mal gucken, was der hier macht. Mit dem Hammer. Dann doch so 24 Schaden. Nicht übel. Aber der ist echt stark, der Kerl. Er macht 21 Schaden. Oha! 18 macht Ryze. Ziemlich sichere 18. Und das werde ich jetzt auch mal machen. So. Hast nichts zu erzählen. Und vielleicht trifft er gar nicht. Ah, doch, 21. Oh, das haut richtig rein, ey. Aber nicht so wild. Gibt ein Level ab. Und das war ganz stabil. Verteidigung sogar gestiegen. Und Magie und Resistenz 25 und 26. Gute Güte. Ich versuch's jetzt einfach. YOLO. Yes! Zerlegt. Mit dem Hammer. Zertrümmert. Regelrecht. Geil. Kann man nicht anders sagen. Geil. So, jetzt Skatri und Illyana nach hinten. Da kommen ja gleich die Typis mit der Lanze. Und die werden wir einfach mal begrüßen. Auf traditionelle Weise. So, was hat er? Ein Drakoschild hat er. Ja, schick. Kann ich mit leben. Drakoschild erhöht die Verteidigung um 2. Haben wir, glaube ich, Soren schon mal gegeben. Und der Trottel greift Deftan an. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Naja, Mia. Oh, kann mit dem Leichtschwert gleich finishen, das ist doch schön. Und, ja, den Bogentypi, den zerlegen wir hier auf klassische Weise. Ich glaube, Soren dürfte den prima doppeln können. Oder vielleicht mal gucken, was Rolf für einen Schaden macht. Ach komm. Ach komm. Im Langbogen, müsste ich Dunwet vielleicht wegschieben. Deftan. Wegschieben. Nee, ich versuch's einfach trotzdem. Na, krieg ich den Crit-Schaden nicht ab. Nur den normalen Schaden. Ist in Ordnung. Gute Bilanz. Und Runenschlüssel gibt's auch noch. Den kann ich da gleich lassen, den Rolf. Erstmal heilen. Bisschen XP. Und das ist ein netter Zusatzverdienst für die Magier, die gerade nichts zu tun haben. Die können dann mal heilen, wenn sie Heilung denn genommen haben im Klassenwechsel. Haben wir ja letzten Part gesehen. Die können Messer oder Dolch heißt es, ich weiß es nicht genau, können ebenfalls so eine kleine Nahkampfwaffe bekommen oder eben Heilung erlernen, also Stäbe benutzen.
Und das ist ziemlich geil. Das ist natürlich einfach mal ein Heiler mehr. Und mit Heilern ist das Spiel sowieso rar bestückt, sage ich mal. Da können wir jeden zusätzlichen Heiler sehr gut gebrauchen. So. Rice hinterher. Vielleicht muss ich gleich wen heilen. Volker ist eigentlich egal. Die Truhenschlüssel habe ich ja. Können wir, glaube ich, beenden. Ich ziehe immer mit allen ganz gerne. Wisst ihr ja. Deswegen. So. Es ist irgendwie so ein Tick. Vollständigkeitstick. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber so ist das eben. So, Gettry trifft hier nicht. Ist nicht so wild. Ich habe da ja genug Leute, die downschlitzen können. So, Iliana, hau mal rein. Zeig mal was. Oh, Doppel. Doppel mit dem Elfendonner. Das dürfte richtig rein zwiebeln. Vielleicht ein Crit? Nee. Nee, nee. Kein Crit, aber wir sind trotzdem zufrieden. Vielleicht trifft er ja. Ja, 89% dürfte treffen. Ja, schön. Muss nur aufpassen, dass Iliana da nicht ungeschützt steht, denn die ist ja doch relativ dürr. Und genau das spiegelt sich auch in ihrer Verteidigung wieder. Die ist nicht die schnellste und hat wenig Verteidigung. Das macht sie zu einem anfälligen Ziel. Ich hoffe mal auf einen Crit einfach. Wenn nicht, muss Rice das richten. Ah, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Wenn ich mal einen brauche, kriege ich ihn nicht. Und oh, jetzt habe ich nicht nachgedacht. Ich glaube, ich hätte lieber Sihak heilen sollen. Na egal, das wird schon werden. Das wird schon werden. Ich glaube nicht, dass Sihak hier jetzt irgendwie zu viel Schaden nimmt. Oder er weicht aus oder wie auch immer. Wird schon reichen. Dann haben wir nochmal Heilung hier für Mia parat. Nochmal ein paar extra XP. Cool. So. Glaube ich nicht, oder? Oh, scheiße. Das sieht jetzt echt eng aus. Ich hoffe mal nicht, dass der andere jetzt... Oder waren da überhaupt noch welche? Ich habe gerade nicht geguckt. Ich heile jetzt einfach nochmal. Sind da noch welche? Ich weiß es gar nicht. Hab's gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das war's. Nee, okay. Dann können wir ja eigentlich beenden. Stab. Nochmal mit Sorin hier ein paar XP abgreifen und dann komm, was soll's. Das war's. Stimmt, das waren ja 6 nur. Ich denke mal, das sind 8 oder so. Oder waren's 4? Keine Ahnung. Egal, das Kapitel ist formal schon mal abgeschlossen. So, und jetzt... Wie willst du denn zusammen mit dem fliegen, ey? Du bist viel zu fett, ey. Oh, hier, so Glanz und so. Kann der auch der Ryzen? Der Ryzen? Ja, da gibt's jetzt erstmal Türgeknüppel. Seid ihr hier drin? Ich komm jetzt rein, Mann! Oh nein! So, der springt jetzt aus dem Fenster, der Dicke. Und haut ab. Nö, der ist jetzt geflohen. So, wer bist du denn? Einer von den Sirenen. Seid ihr verletzt? Sind hier, um euch zu helfen. Dieser Mann euch das angetan? Ach, komm mal ran, Junge. Bleib zurück. Verfluchter Mensch. Ah, der hat ein bisschen Phobie. Ist ja klar jetzt. Allerspätestens jetzt. Aber der hat generell so eine Phobie, ne? Also hasst Menschen absolut, weil... Oder Beorg, müssen wir in diesem Let's Play sagen. Und das Problem ist eben dieser Vorbehalt wegen des Massakers. Ist ja klar, da sind dann irgendwie starke Vorurteile ausgebildet worden. So, und jetzt gibt's hier richtig Stress. So, Hohepriesterin. Was ist das denn? Du, hier und... Das ist unangebracht und so. Ich will alles wissen, sofort. So, Ike stellt jetzt zur Rede, jetzt reicht's. Also, scheiß auf Respektlosigkeit. Jetzt geht's rund hier. Wir wollen wissen, was vor 20 Jahren passiert ist. Das Massaker kommt jetzt irgendwie so... Ne? Ans Tageslicht. Das Gute ist jetzt, Sanaki kommt jetzt so auf den Trichter zu erzählen. Hier, eigentlich will ich das ja wieder gut machen mit Sephiran und so und dem Adligen, den wir da gerettet haben in der Gefängnisepisode, als wir auch Nefene, Brom und Kevin gerettet haben. Und der ist eigentlich auch hier am Hofe.
Und ja, die erzählt jetzt hier erstmal so ein bisschen, dass das ein bisschen doof gelaufen ist. Der Senat hat beschlossen, oder ich weiß gar nicht, der Senat. Ja, auf jeden Fall hat das Volk von Benion, weil die ehemalige Hohepriesterin getötet wurde und die vermutet haben, dass das die Sirenes waren, die friedvollen Sirenes, dass sie die Hohepriesterin getötet haben und haben sich deswegen gerecht und den ganzen Wald niedergebrannt. Das ist das, was wir vor ein paar Parts schon gesehen haben, als Raisin und Nezahlah da in diesem schwarzen, abgeholzten oder abgewrackten Wald waren. Ja, kein schöner Anblick gewesen. Und daher kommt der ganze Hass, diese Rachegeschichte. Und es ist eigentlich schon widersinnig zu glauben, dass die friedlichen Sirenes, guckt euch die an, eine alle so weiß, blütenweiße Gewänder und so blond, aber man soll ja nicht nach dem Aussehen urteilen. Nur weil sie unschuldig aussehen, heißt das nicht, dass sie unschuldig sind, aber wir lassen uns mal von der Story hier überraschen, wie es denn am Ende ausgehen wird. Waren die wirklich schuld? Aber selbst wenn die Hohepriesterin getötet haben, rechtfertigt das ein Massaker am ganzen Volk? Das sind hier so Fragen, die aufgeworfen werden, die aber nicht an uns liegen zu beantworten. Und deswegen schließen wir das Kapitel erstmal ab und lassen uns ein bisschen leiten von dem, wie es hier weitergeht. Kapitel 17, Morgenrot. Und da kann ich euch was zu sagen, das wird ein verdammt langes Kapitel. Aber erstmal Szenenwechsel. Coole Musik, Halle von Phönikis. Ich sage Phönikis, nicht Phönizis. Das finde ich nicht so schön, die Aussprache. So, Nealucci, ja, schön, dass ihr hier seid und so. Ach, halt die Klappe, halt die Gurschen, du alter Geier. Ich will wissen, was hier passiert ist und wo Nezahlah ist. Na, was geht hier vor, du alter Bussard, du alter Bussard. Ey, der hat auch immer neue Sprüche drauf. Mal ist es ein Kranich, mal ist es ein Bussard, mal eine Krähe. Ziemlich geil. Ich finde sowieso Janaf ziemlich geil. Cooler Typ. So, und Ayuga auch. Der sieht auch ziemlich fies und geheimnisvoll aus. Ist aber eigentlich nur ein schweigsamer Typ. So, hereingelegt? Ne, stimmt doch gar nicht, ey. Und, bin doch nur so ein alter, hutzliger Rabe. Nee, komm ran, Junge. Du hast hier richtig Dreck am Stecken auch, ne? Also, bist ein Rabe allein deshalb schon. Müssen wir dich ein bisschen kritischer beäugen, denn die sind ja sowieso alle Verräter, ne? Werden hier schon wieder Vorurteile rausgekramt, die Klischeekiste wird aufgemacht. Ja. Und der Janaf, der glaubt ihm natürlich kein Wort. Tiban ist da etwas neutraler. So, unsere Nation, die hat ihre eigenen Probleme und so, ne? Also, geht mal hin da und also das Ding ist jetzt, Tiban will eigentlich nur wissen, wo die beiden hin sind, damit er Raisin helfen kann. So. Ja, er hat ein schlechtes Gewissen, den alten Vogel so fertig gemacht zu haben, aber es ist eben so. Manchmal haben sie es eben verdient. So. Und Ayuga, ja, der hat extrem gute Ohren und Janaf hat extrem gute Augen und angeblich kann Ayuga von hier aus, von der Karte aus, also ihr müsst wissen, Phönikis, habt ihr ja gesehen, liegt ja ganz unten auf der Karte im Süden. Und er kann angeblich den Flügelschlag bis nach Benion hören, also muss extrem gute Ohren haben. Und vor allem, dass die Geräusche durch nichts anderes überlagert werden. Das ist schon extrem spannend. Naja. Szenenwechsel, wir sind wieder im Tempel oder am Tempel von Mainal. Und ja, die reden jetzt hier so drüber, Ike und Soren, über den vergangenen Ausflug in die schöne Villa. Und außerdem wechseln wir mal einfach die Seiten. Oh, ich habe mich jetzt mal links hingestellt und ich will dir den Bericht zeigen. Ja, cool. 25.000 Gold, gute Güte, die Hohepriesterin zeigt kräftig. Nefene ist Heldin geworden, hat die meisten Einheiten downgeschlitzt. Und Deftan ist unser Neuzugang, wie wir schon festgestellt haben. So, ich werde jetzt hier so ein bisschen Vorgeplänkel machen fürs nächste Kapitel, damit wir direkt im nächsten Part einsteigen können. Der Part ist nämlich schon wieder fast rum. Ja, Info nehmen wir mit. So, was ist denn hier? Also ich bin jetzt hier so ein Geistlicher und will euch mal so ein bisschen was erzählen. Der Herzog Thanos, der hat da so ein Ferienhaus, ne, im alten Wald von Sirenes. Und naja, musste mal rangehen jetzt. Und
Angeblich sind da die ganzen Reiher. Ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht. Also es gab dann mal so ein paar Senatoren, die haben so Reiher sich als Sklaven gehalten und die gekauft und so. Könnte sein, dass der Herzog Thanas da auch irgendwie was mit zu tun hatte. Ja, so ist das. Und der hatte tatsächlich was damit zu tun, haben wir ja selber jetzt rausgekriegt. Und eigentlich ist es nur wichtig, dass wir mal in dem Wald da jetzt suchen, wo Rayson auch schon vorher war. Und ihr ahnt es vielleicht schon, genau die ganze Map, die wir da gerade gesehen haben, als Rayson mit Nezahlah da war, im abgebrannten Wald, das ist die ganze Map von Kapitel 17. Und die ist so gewaltig. Und das ist alles schön im Moor, man kommt nicht gut voran. Und es sind so viele Einheiten wie noch nie. Nicht mal im Finale, glaube ich, gibt es so viele Einheiten zu besiegen. Und das Kapitel ist so groß, dass es in mehrere Unterkapitel eingeteilt ist. Aber dazu später. Wir reden nochmal mit Jill. Was ist mit ihr los? Ja, die taut jetzt so ein bisschen auf. Warum bist du nur immer noch hier? Könntest du dich auch mal langsam verpissen? Sagt Ike. Hab jetzt gesehen, wie krass ihr mit den Lagus umgeht, wie nett alle zueinander sind und dass sie auch gar nicht so schlimm sind. Und eigentlich hat sie in der Schule einfach nur diese Vorurteile eingeprägt gekriegt und deswegen hatte sie... Sie konnte nichts dafür im Prinzip. Und jetzt hat sie es mal am eigenen Leib erfahren, wie das wahre Leben so abläuft und ja... Finde auch tatsächlich bei Fire Emblem gerade diese Rassenvorurteile und so weiter, das ist ziemlich aus dem Leben gegriffen. Und naja, deswegen, es gibt natürlich solche und solche immer. Und wenn man das einerseits von klein auf eingeprägt kriegt, wie Jill hier, kann sie da natürlich auch, gerade wenn sie in der Realität nicht so richtig sieht, wie das mit den Lagus läuft und was das eigentlich für Kreaturen sind, dass sie eigentlich kaum anders sind als die Beorg. Ja, dann ist das eben so, wenn sie dann mit der Realität konfrontiert wird, dass sie komplett hinterfragen muss, was sie die ganze Zeit gelernt hat. Und in echt läuft das ja nicht großartig anders. Es gibt dann ganz viele Leute so mit Vorurteilen und dann gucken die aber in der Realität und sehen, ach, die können ja auch ganz nett sein. Die anderen Leute, gegen die ich immer Vorurteile hatte. So, Deftan ist völlig uninteressant, deswegen habe ich den mal... Das ist ganz merkwürdig, der Typ. Er ist einfach... Guckt euch den schon mal an, wie der einfach nur aussieht. Also, wo wir gerade bei Vorurteilen waren, ne? Eine nimmt das nicht so ernst, wenn ich das sage. So, und das war's auch schon wieder von diesem Part. Ich glaube, das reicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao.